Herzlich willkommen zurück. Die Oma spricht wieder. Wir müssen das Ritual vorbereiten. Oh ja. Oh, das kann lange dauern. Wir müssen jetzt Holz hacken. Kannst du uns helfen, Meister? Ich brauch Feuer. Okay. Gott sei Dank steht alles am selben Platz. Komm schon. Und weiter. Will ihr nicht zuwerfen oder so? Ihr seid echt Flaschen. Komm schon. Und jetzt das Symbol. X. Now the talismans. I have to remember where each of the medicine man stood. Oh Kacke. Okay, Gott sei Dank macht es automatisch. Damn it. That's exactly right. Okay, noch was. Now each of you needs to stand next to a talisman. There must be a soul attached to each one. Tja, wir brauchen Daddy, ja? Aiden ist eine Seele. Komm schon. That's it. We've got the five souls. Shibasani, start the incantation now. Die Sänger hätte ich mir aber auch merken können. Über hunderte Jahre. Offen. The passage is open, Jody! You did it! Ich glaube, die alte Frau stirbt. Geschafft. Jody. Sie hat ihren Frieden gefunden. No
white man has ever been to the place I'm taking you. My people have buried our dead there for many hundreds of years. For us, it's sacred land. Okay, wir gehen quasi zum Begräbnis, huh? Von Shimasani. Die dann doch wieder gesprochen und uns geholfen hat, dieses Übel zu beseitigen. Ob es ein Fluch auf dem ganzen Land oder bloß auf dem Stamm war, weiß man natürlich nicht. Ich glaube eher auf dem Stamm. Aber es bleiben uns bloß Mutmaßungen, denn jetzt ist es vorbei. Hoffentlich. Aber wisst ihr, was noch nicht vorbei ist? Jodys Reise. Da ist noch einiges offen. Die Decke kommt natürlich mit. Damit auch das letzte Überbleibsel dieser Verkettung von rituellen Umständen mit verschwindet. Oh, das ist echt ein schöner Ort. Wundervoll. Hier liegen andere Familienmitglieder. Ach, der Papst ist auch gestorben? These are the bones of your ancestors. I'm sure they would have wanted to be buried alongside their own people. Blame yourself. My father is with Shimasani and his ancestors. He's happy where he is. Hätten wir ihn tatsächlich retten können, wenn wir nicht gleich zur Oma gelaufen wären, sondern erst zu ihm? Wir hätten ihn geheilt mit Eiden? Nun gut. Lebt wohl. Oh, das war ein böses Wortspiel. Was ist jetzt? Was ist mit euch los? Wieso? Was ist denn da oben jetzt? Es scheint immer noch nicht vorbei zu sein, ne? Hier sind Zeichnungen, Malereien. Was ist das?
Geht's nicht weiter? Wow. Oh crap. Soll es vielleicht doch kein Zufall gewesen sein, dass wir hierher gekommen sind? Hängt das alles mit uns zusammen? So your decision is made? You're leaving? There's just things that I have to work out. Things from my past. I think I'm ready to face them now. You did a lot for us, Jody. For us and for our people. If you don't find what you're looking for, just come back here. You'll always find a home here. I'm gonna miss you. Me too. I'll never forget you, Gord. Das nächste Mal dein Hemd zuknöpfst, haben wir eine Chance. Ashki is gonna miss you. One day I'll come back and see you. Könnte ich einfach wildfremde Leute knuschen. Hey Jody! You didn't think you were just gonna walk, did you? Took me some time, but I managed to get it going again. Take it. It's yours. It's the least we can do to thank you. Zu geil. Macht's gut, ihr beiden. Ihr vier. Auch die zwei Toten haben sich von mir verabschiedet. Trennung. Ready? Ja. Yeah. Cole? Okay, I'm recording. Concentrate, Jody. Tell me if you feel anything in particular about any of these objects. Ich fühle nichts. Seine Tochter. Ja. Nathan? Okay, I'll tell. Nathan, someone named Ryan Clayton is here to see you. He says you know what it's about.
Yes. I'll be back in a moment. Nun gut, dann schauen wir uns das mal an hier. So, nun ist mal eine Beschäftigung in diesem Labor. Was ist da noch? Listen. I never get around to telling her I need more time. No. Professor Dawkins, she needs to come with me today. I have my orders. Christ, she's only a child. My assistant and I are the only family she's got. She doesn't have any idea what's out there. Look, Dawkins, I see your side of it. All right, I do. But orders are orders, right? You gonna bring her to me or do I have to go and get her? Jody, could you come here, please? Warum hältst du uns nicht die Tür auf? Mann, so macht man das halt als Gentleman. Da muss ich grinsen, wenn sie ihn sieht. What's going on, Nathan? You look upset. Jody, this is Ryan Clayton from the CIA. The agents. The agency wants you to join their military school program at Camp Perry. Ryan's going to take care of you from now on. You have to go with him, Jody. Today. I don't understand. Why me? This unit belongs to the CIA. They've been tracking your case ever since you arrived. They know what you and Aiden can do. I am not a child. I can make my own decisions. No one can force me to go. Okay, Jody, I know. It's difficult, but you need to understand this is a great opportunity for you. No one can tell me what to do with my life. Listen up, Miss Holmes. I don't give a shit about your pathetic adolescent pouting, all right? You can rant and rave all you want, but you'll shut your mouth and do as you're told. Jody. No. Jody, stop immediately. I'll go get my things. Only the essentials. We've got everything you need at Camp Perry.